Ja, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Test. Und zwar, wie ihr auch sehen könnt, ich spiele Sonic. Und ja, wir spielen in diesem Let's Test Sonic Unleashed. Und es wird nur ein Let's Test. Ja, ich werde hier kein Let's Play zu Sonic Unleashed machen. Und wie ihr seht, ich habe hier auch bei diesem Level nur Rang C. Und für die, die jetzt nicht wissen, wieso ich denn kein Let's Play machen werde, die werden das gleich erfahren. Ja. So, lade etwas schneller. Und zwar liegt es daran, ich habe bisher noch keinen Sonic wirklich beendet. Andererseits bin ich auch nicht unbedingt gerade der beste Sonic-Spieler. Ich spiele zwar gerne Sonic, aber ich bin grottenschlecht in solchen Quicktime-Events, beziehungsweise wenn man richtige Taste im richtigen Moment drücken muss, da komme ich einfach meistens nicht mit. Und ab und zu wird euch vielleicht noch auffallen, dass irgendwann mal noch steht, keine Trophäe verdient. Das liegt daran, dass der Speicherstand von meiner alten PS3 ist. Und durch das Übernehmen vom Speicherstand wird das halt angezeigt, dass ich keine Trophäe verdiene. Naja, ich müsste sozusagen den ganzen Spielstand noch einmal durchspielen oder löschen und dann eben nochmal alles durchspielen. Und ja, an manchen Stellen bräuchte ich sogar, hat mir ein Kollege geholfen, weil ich da einfach nicht weitergekommen bin. Und zwar an der Stelle, wo man mit Tails mit dem Tornado herumfliegt und hier einfach die richtigen Tasten im richtigen Moment drücken muss. Und ja. Und eines ist halt auch noch das ganze Let's Play. Also sagen wir mal so, es ist eines, das Spiel zu spielen und das andere noch dazu zu kommentieren. Ja, ich habe das Level jetzt vorhin auch gespielt, darum weiß ich jetzt ungefähr, worum es geht hier. Hä, was? Na ja, egal. Mal schauen, ob ich es diesmal besser hinbekomme. Das letzte Mal, wo ich es heute jetzt gespielt habe, bin ich einmal sogar gestorben. Am Anfang hatte ich sogar das Problem, ich wusste die... Was? Die Steuerung nicht einmal. Das Problem, wo ich jetzt vorhin hatte... Was? L1? Aber hier kann man enorm rennen und eben, wie ihr seht, genau in dem Moment Kreis drücken. Naja. Okay, das war jetzt der dümmste Fehler. Ab und zu gibt es ja auch so Probleme beim Spiel. Wieso hat er nicht den Ding anvisiert, den Gegner? Ich werde mal schauen, ob ich auch bei Sonic the Hedgehog... 2006. Oh, X müsste man hier drücken. Ob ich da auch noch einen letzten Test davon mache? Gut. Oh, L. Ihr seht schon. Ich habe ab und zu einfach Probleme hier. Ja, alle Ringe verloren. Den Fehler habe ich schon vorhin mal gemacht. So, hier ist das Ende. Ich glaube, es ist wieder C, oder? Weil ich keine Ringe habe. Ja, genau. Naja, ist egal. Okay, wir schauen uns sicher noch an. Ja, jetzt steht, sie haben keine Trophäe verdient. Wir schauen uns sicher noch ein anderes Level an. Ich muss mal kurz schauen, welches Level hier am besten geeignet ist für dieses Let's Play, wo ich mich nicht allzu dämlich anstelle. Wir sehen uns gleich.
So, meine lieben Leute, wir sind hier jetzt in der Hauptstadt. Hier können wir natürlich auch mit den Leuten reden. Vor kurzem hat ihr den Glockenturm betrachtet, als plötzlich ein blauer Schatten das Gelände neben dem Turm heruntergesaust kam. Aber wer glaubt mir eine solche Geschichte und du glaubst mir bestimmt auch nicht, hm? Ich weiß sogar, von wem ihr redet, aber ja. Ich finde, er kann so komisch... Nein, hier kann er wieder höher springen. Aber in manchen Level kann er nur irgendwie so... Da ist irgendwie nur das... der Sprung. So, hier ist irgendwo Amy. Genau da. Wohin jetzt, Sonic? Kann ich mitkommen? Komm schon, ich will nur bei dir sein. Was guckst du so? Hörst du überhaupt zu? Sie ist immer wütend. Ach, und der will uns Chili Dogs verkaufen? Kommt her, Leute, kommt zu Dom. Fachion. Was? Spagonias Hot Dogs Stand. Aber wenn du meine Mission nicht packst, verkaufe ich dir nichts. Ach, ich will doch keine Mission hier machen. Ich möchte irgendwo ein Level spielen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welche Richtung. Ah, da. Wir müssen immer in die gehen. Und wir sehen uns jetzt dann im Level. Ich schaue mir an, welches Level hier geeignet ist für uns. Ja, liebe Leute, ich habe ein Level gefunden. Ich hoffe jedenfalls. Ich habe auch ein anderes gespielt, das ich bisher gar noch nicht gespielt habe, anscheinend. Dort müsste ich diese, wie heißen die? Chips? Diese blauen Tiere? Ja, ich glaube, sie heißen Chips. Oder so. Müsste ich holen. 10 von denen. Das Level habe ich anscheinend noch nie gespielt. Ja, ich habe es jetzt auch nicht durchgespielt. Ich habe mir nur angeschaut, wie es denn aussieht. Das Level hier kenne ich bereits. Habe ich schon mal gespielt. In einem relativ schlechten Rang. Ich will hier durch. Ich glaube auch ein relativ großes... Ja, genau hier. Sind einfach Leute im Weg. Das ist vor allem das Problem. Leckt auch ab und zu mal. Also ruckelt. Ja, ich spiele das ja auch für PS3, ja. Es gibt ja auch noch eine Xbox 360-Variante und... Beziehungsweise die Xbox 360 ist, glaub, gleich. Und dann gibt es noch eine Wii. Die Wii-Version ist ziemlich vereinfacht. Da gibt es gar nicht diese Dörfer, diese Orte. Man redet da nur mit denen. Ui. Ja. Da habe ich mich schon 100.000 Mal dumm angestellt. Ja. Eigentlich wollte ich gar nicht darauf speeden, aber egal. Ja, ich konnte irgendwie das Ding nicht anvisieren. Gehst du da unten durch, bitte? Wie das einfach ruckelt.
an manchen Stellen. Ihr werdet es ja auch sehen. Da kann ich wirklich nichts dafür. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass es früher auch so geruckelt hat. Naja. Ach, ich komme da irgendwie noch nicht nach oben. Ich weiß jedes Mal, wenn diese Ringe da sind, weiß ich nicht genau, was ich drücken muss. Und so Jump-Events sind für mich ab und zu einfach zu unübersichtlich. Jetzt habe ich es wenigstens mal hinbekommen, da die richtigen Tasten zu drücken. Normalerweise sterbe ich da meistens, weil ich irgendwie Kreis anstatt Viereck drücke oder umgekehrt und so. Solche Dinge. Ja. Nein! Ja. Hat das einen Checkpoint dazwischen gegeben? Ja, gut. Oh. Mein Fehler. Dass ich in dem Moment auch nie dazu komme, irgendwie zu springen, das finde ich auch ein bisschen blöde. Ja, diesmal hat er Speed. Ja, Viereck wäre es noch gewesen. Jetzt kommen hier wieder diese Roboter. Oh, das war knapp. Na? Ich muss den eben den Roboter anwerfen. Das ist eigentlich. Also das Prinzip hier gegen die zu kämpfen zum Beispiel ist schon nicht schlecht. Aber ich bin nicht unbedingt der Gute, der es hinbekommt. Und so. Also man könnte die Roboter, glaube ich, besiegen. Oh, besser als C? Nein. Anscheinend nicht. Sie haben keine Trophäe verdient. Ja, das ist mir klar. So, ich glaube, es wird es sicherlich noch ein Level hinanpassen. Mal schauen, ob ich als Sonic, wenn er verwandelt ist, ein Level nehmen soll. Oder nicht. War eigentlich hier hinten nochmal. Es gibt auch so Bonus heute. Schalter umdrehen. Jetzt machen wir es zur Nacht. Ladezeiten, harte Zeiten.
Ja, so sieht Sonic aus, wenn es Nacht ist. Der hat auch manche Fähigkeiten, also andere Fähigkeiten und so. Ach so, das würde hier drin. Okay. Wir sehen uns gleich in einem anderen Level wieder. Also, bis. Ja, liebe Leute, ich glaube, ich habe ein Level noch gefunden. Und zwar das hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ah, genau. Das war ein Witz, so. Speed. Oh. Ui, das war knapp. Ich dachte, ich wäre jetzt erledigt gewesen, aber anscheinend nicht. Oder wäre noch ein Leben gewesen. Aber wie ihr wisst, ich glaube, die Sonic von euch schon gespielt haben, hier gibt's einfach so viele Dinge und so ein Durcheinander. Man hat gar nicht die Zeit, um irgendwie dazu achten, was man machen soll. Finde ich jedenfalls. Eines Witziges, was ich noch erzählen kann, und zwar, wenn ihr wisst, wie alt Sonic, oder seit wann es Sonic gibt, dann wisst ihr auch, wie alt ich bin. Fragezeichen, irgendwas habe ich einfach gedrückt, X und Kreis und Viereck. Ich glaube, das ist das Level hier. Ja, Sonic gibt es seit 1991. Und, ja. Mich auch. Sommer 2000 und... Nein. Sommer 1991 bin ich geboren. Ich glaube, Sonic gab es schon ein bisschen früher. Das war ja damals Sega Maskottchen. Gut, kann man immer noch sagen, ist es immer noch eigentlich. Ah, Kreis wäre es noch gewesen. Ja. Stimmt, das Level ist ja noch relativ lang, glaube ich. Das ist etwas, was im Gegensatz zu Sonic Forces ziemlich anders ist. Die Levellänge hier... Ach ja, stimmt, wenn man es nicht hinbekommt, muss man hier nochmal eine Runde drehen. Und man kann auch nochmal nach unten fallen. So, den hab ich schon da oben. Oh, Speed. Oh. Nein. Oh. Ich bin nach unten gefallen. Schade. Wie einfach so daneben gesprungen ist, beziehungsweise so voll beim Rennen.
Nein! Naja. Ach nee. Ja, mein Problem ist, ich bin wieder nach unten gefallen. Weiß gar nicht, wie man da nach oben kommt, wenn der Roboter gar nicht mehr da ist. Ja, ihr seht's ja selber. Wie komme ich da hin? Bitteschön. Man kann sich nach unten fallen lassen. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich machen soll hier. Man kann auch nicht sterben. Ja, toll. Ich dachte, ich könnte mich hier vielleicht... Okay. Wie die Ringe eigentlich am falschen Ort rauskommen. So, ich lasse mich töten. Gut. Ich weiß nicht, wo der letzte Checkpoint war. Ja, gut. Relativ nahe. Jetzt sehen wir auch, was passiert, wenn ich es hinbekomme. Anscheinend komme ich einfach früher da hoch. Fast wieder daneben gesprungen. So, jetzt muss ich es aber hinbekommen. Nein! Oh Mann. Hier keine andere Möglichkeit. Ich käme sogar im oberen Teil hin, aber nee, er lässt mich nicht. Nein! Ach Mann! Es ist auch so komisch, wenn man X drückt, er reagiert nicht sofort, sondern irgendwie, naja, ein paar Sekunden später. Und das ist für mich vor allem das Problem, es einzuteilen, wann er denn genau springt. Weil jetzt drücke ich X. Okay, jetzt drücke ich X. Und jetzt drücke ich X. Und er hat nichts gemacht. Also erst ein paar Sekunden später. Ich glaube, ich muss extrem draufhämmern einfach. Das ist das Problem. X. X. Okay, jetzt. Ja, nur Kreis zu drücken ist ja auch einfach. Also, liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen bei Let's Test Sonic Unleashed. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Naja, bis zum nächsten Mal. Bis zu einem anderen Video. Das liegt definitiv an euch. Also, macht's gut und tschüss.